Jo Leute, willkommen zurück zu Cuisine Royale. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und ja, bei dieser Folge wird es sich jetzt auch um die letzte Folge handeln, die wir mit unserem jetzigen Skin spielen, also mit diesem Frauen-Nonnen-Skin. Und nach der Runde werden wir definitiv dann auch wechseln zu einem neuen Skin. So. Jetzt aber erstmal ein paar Waffen hier besorgen. Zack. So. Gold kommt auch noch mit. Ja, bis jetzt haben wir halt nur eine Schrotflinte. Aber geht schon mal so. Und wir sind gerade sogar auf meiner Lieblingskarte. Das ist ja meine Lieblingskarte. Das hatte ich ja beim letzten Mal ja auch mal erwähnt. Oh. Das kommt mit. Die Sten. Die Sten ist eine gute Waffe. Auf die kann man sich eigentlich verlassen. Mehr oder weniger. Klar, da gibt es zwar nochmal bessere Waffen. Aber Stan geht auch erstmal klar. So, wo könnten wir mal noch hier schauen? Die meisten Dinger haben wir jetzt eigentlich hier abgecheckt, würde ich meinen. Halt, nein, das nicht, oder? Doch, 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 doch. Ja, so groß ist nämlich der Hof hier nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal einen guten Helm. Das ist schon mal nicht verkehrt. Körperpanzerung wäre zwar noch schöner. Ja. Aber jetzt der Anfangsloot geht eigentlich völlig klar so. Was wir jetzt hier auf dem Hof gefunden haben. Eine Schnellfeuerwaffe. Eine Schrotflinte. Sechsmal Nahrung, also Heilung. Das geht eigentlich so klar. Ich finde. Ah, dort oben ist ein Bunker oder was das ist. Eigentlich wollte ich jetzt hier zu den Häusern, aber ich glaube, wir machen gleich nochmal. Oder jetzt? Nein, wir gehen jetzt erstmal die Häuser rein. Danach nochmal dort hoch, würde ich sagen. Okay. Gut, hier ist keiner. Ich dachte gerade, hier tut jemand dran drehen an dem Ding. Ich habe gerade schon den Schreck bekommen. No, 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 no. Bumm. Jetzt aber. Bumm. Okay, das war laut und auffällig. Das war's auf jeden Fall. So, wir rennen gleich da drüber. Ich schau nur noch dort oben kurz nach. Schnell, 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 schnell. So, hier rum. Was haben wir hier? Jawohl, eine Weste hat sich gelohnt. Okay, schon nichts. Ich dachte gerade zuerst, ich habe ein paar Schritte gehört. Da war das wahrscheinlich nur dieses kleine Knister- und Knackgeräusch hier von dem Lagerfeuer dort. Falls sich der ein oder andere vielleicht schon mal gefragt hat, wofür die Lagerfeuer da sind und so. Die Lagerfeuer sind dafür da, um andere Mitspieler wieder zu holen, wenn man Duo. Nein, nicht wenn man Duo, wenn man Team spielt. Duo gibt's glaube ich noch gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Achte ich nämlich gar nicht mehr so drauf in letzter Zeit. Muss ich dazu sagen. Anfangs wollte ich nämlich mal eine ganze Zeit lang Duo spielen. Da war es aber noch nicht da. In letzter Zeit habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, ob es das jetzt überhaupt gibt.
Ja, aber ebenfalls dort kannst du Teamkameraden zurückholen. Ja, und die Zone. Schnell her. Raus aus dem Bereich. Los, lauf! Gut. Wir sind dann gleich auch schon wieder weiter. Und unsere Nahrung haben wir gerade ganz schön verpulvert. Und wir bräuchten eventuell diese schnellen Schuhe. Die wären halt gerade in so einer Situation wieder mal sehr, sehr gut. So, hier in den Bunker reinschauen. Ich weiß nicht, die Bunker besuche ich eigentlich aktuell mit so am liebsten. Dort finde ich, bekommt man eigentlich oftmals guten Loot. Jawohl, Gesäßschutz Stufe 1. Hey, hier müsste das doch noch eigentlich wohl weitergehen, oder bin ich verrückt? Der erscheint mir gerade so klein. Okay. Ja, hier unten haben wir einen Schützengraben. Dort links in dem Haus war schon einer. Wir gehen mal noch ein bisschen durch den Schützengraben spazieren. Dafür bin ich auf jeden Fall. So. Letzten Endes geht er gerade sowieso mehr oder weniger in die Zone. Wir haben hier eine M1 gerannt. Ich glaube, ich muss was testen. Okay, ja, die ist halbautomatisch. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob das ein Einzelschussteil war, aber nein. Gut. Ja, die ist perfekt. Eigentlich so für mich. M1 Karabiner. M1 Garand oder M1 Karabiner? Das ist jetzt die Sache. Was von den beiden Waffen besser ist, weiß ich nicht. Ich nehme die Garand. Ja! Oder gar nichts mehr. Oder gar nichts mehr. Okay, Leute, dann springen wir mal in die zweite Runde, würde ich meinen. So, Leute, jetzt sind wir in der zweiten Runde. Hoffen wir mal, dass die besser klappt. Gerade, muss ich ehrlich sagen, war das so büschenmäßig wegen meiner eigenen Dummheit der Tod. Ja. Ich habe halt leider gerade ein bisschen zu viel geredet. Und mich halt konzentriert auf die andere Waffe dort. Hätte ich das nicht, glaube ich, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Dazu muss man aber halt auch sagen, im Schützengraben ist es eine blöde Situation, dort auch noch mit dem Gegner zu hängen drinnen. Am besten wäre es halt gewesen, wäre er außerhalb vom Schützengraben und wir drinnen oder so. Aber so war das halt eh schon klar, dass wir da wenn dann drauf gehen, vor allem weil wir halt noch die halbautomatische Waffe in der Hand hatten. Ja, ist schade. Aber lag auch, glaube ich, ein bisschen noch mit am Loot. Dass wir es nicht geschafft haben. So, eine Mauser haben wir hier. Goldmünzen. Okay, erstmal Treppe hoch. So, was haben wir denn hier? Konserven. Unten haben wir auf jeden Fall ein Fahrzeug. Da weiß ich noch nicht, ob wir das gleich nehmen werden. Hallo, ich will die Konserven. So. Dann haben wir jetzt auch noch einen Schützer für unser rechtes Knie. Auch nicht schlecht. Das geht schon mal klar. Die Car nehmen wir mal noch mit. So. Ich bin eigentlich nicht so der Autofahrer hier. Aber ja, lasst uns dieses Mal einfach mal machen. So. Einmal Rückwärtsgang. Und wir fahren mal zu diesem einen Lager, was mir hier auf der Karte angezeigt wird. Dieses Dubois. Da feuert jemand auf uns, hinter uns ist ein Gegner.
Lass uns hier kurz anhalten. Hallo, ich will aussteigen. Oh, der Beute im Kühlschrank kann auch umfallen. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Mittlere Tasche, schnell. Mach die Zigarre. Schnell mal hier rein. Panzerung für rechte Schulter, ja. Wir wollen eine AK. Ich fühle mich gerade unsicher. Ich weiß nicht, ob wir verfolgt werden. Okay, das war gut, dass wir hier weitergefahren sind auf jeden Fall. Moment, wir müssen umlenken. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir auch vielleicht doch noch so diesen... Dort oben ist es, dieses Du Boys. Ja, wir hätten vorhin sofort nach rechts abbiegen müssen. So. Und jetzt los. Aber ganz schnell. Halt, obwohl die Zone. Wir gehen weiter. Ja, ich werde das Gefühl halt nicht los, dass der Typ da vorne auf unseren Wagen geschossen hat, hier irgendwo noch so ein Unwissen treibt. Ja, irgendwie glaube ich, der ist halt noch hier irgendwo. Ja, Mist, Mist, Mist. Dort vorne, glaube ich. So, nochmal die andere Seite abchecken. Dort vorne ist auch noch einer. Okay, lass uns zu dem rennen, den wir erledigt haben. So. Moment, Moment, Moment. Ich würde sagen, wir belassen es vielleicht so, was Loot betrifft. Ja. Bist du vorne, Leute? Jawohl. Den haben wir. Das war aber wieder eine knappe Sache. Mir fehlt halt gerade an manchen Stellen ein bisschen mit Präzision, muss ich ganz klar sagen. Das muss ich ja wirklich klar mal so sagen. Ach du Schreck, hier liegt auch noch so viel Zeug rum. Moment mal. Ich müsste mal was schauen. Kurz hier hinlegen. Nochmal. Rüstung, 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 Rüstung. So, wir haben jetzt gerade hier diese eine Waffe aufgehoben. Und der andere, den wir hier drüben erledigt haben, der hat, glaube ich, die Waffe auch mit dabei gehabt, aber mit Munition. Ich muss ganz fix was schauen. Nein, da die PPS. Nein, 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 nein. 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 Ach, hätte ich halt wieder nicht so lange an den Loot rumgefummelt. Das Problem ist, das dauert viel zu lange.
Das war halt jetzt schon wieder das Ding. Ich habe es jetzt leider mal so probiert mit diesem Menü. So geht es zwar an manchen Stellen besser, aber das dauert leider auch viel zu lange. Das Looten hier. Ach Mann, das ist aber schon länger mein Kritikpunkt so ein bisschen. Wegen so einer Sache sterbe ich halt auch oftmals, weil ich mit dem Looten einfach viel zu lange brauche. Wenn das Looten ein bisschen schneller gänge, hätten wir das, glaube ich, zumindest noch geschafft, überhaupt zurückzuschießen bei dem Gegner. Okay, Leute, wir haben aber wenigstens ein Level up. Wir schauen dann jetzt hier. Wegen Freischaltgedöns. Einmal. Was? Ist notwendig alle vorherigen Objekte. Ach, das ist damit gemeint. Und davor ist das dort gemeint. Gut. Das haben wir. Zack. Jetzt kommt das dran. Sehr schön. Und. Jetzt geht's zu dem Teil hier. Ach nein, da fehlt noch mal was. Okay. Ja, wir sind aber jetzt bald bei dem Kriegsfahrtskin, den ich wollte. Aber diese Folge wird jetzt trotzdem gewechselt. Unser Outfit, was wir hier anhaben. Und zwar werden wir so rumlaufen, denke ich. Obwohl, wir schauen noch mal kurz hier bei dem Mann. Das finde ich jetzt blöd aus. Ja, dann laufen wir lieber so rum in der nächsten Folge. Das dürfte vielleicht einige von euch freuen. Okay, was haben wir denn hier mal noch so für Outfits? Moment. Gut. Jetzt machen wir noch die Krone auf. Da können wir ja noch mal ein paar Sachen auswählen. Nehmen wir noch hier den Vogel. Nehmen wir noch das. Und so lassen wir's. Gut, Leute. Ja. Da würde ich sagen, an der Stelle, lasst einen Daumen nach oben da, um das Projekt zu supporten und das Let's Play Video hier. Ansonsten, Leute, schreibt mir gerne einen Kommentar. Teilt auch gerne das Video an Freunde oder Kollegen. Und ja, bis zur nächsten Folge, da dann mit einem neuen Outfit und dann bald jetzt auch mit dem hier, den ich schon länger haben wollte, hier dem Kriegsfahrtskin. Auf den warte ich ja schon länger, wie ja einige von euch wissen. Den probiere ich ja schon seit längerer Zeit mir zu holen. Und ja, bis zur nächsten Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi.